Danke, Michael Kersel. Schöne Grüße an alle, die uns jetzt sehen, und sagen Sie auch denen Bescheid, die uns nicht sehen. Schön, dass Sie da sind. Stimmen aus dem Jenseits, Botschaften von längst verstorbenen Menschen, gibt es das wirklich? Nun, die Gedanken und die Fragen dazu, die sind wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Meldeten sich vor einigen Jahrhunderten noch die Geister per Klopfzeichen, so taten sie das nach Einführung der allgemeinen Schulpflicht schriftlich. Und inzwischen heute, wie sollte es anders sein, bedienen sie sich aller Mittel der modernen Unterhaltungselektronik. Also wir planen heute Abend in Schreinemakers Live ein Live-Experiment dazu. Transkommunikation nennt sich das Ganze, also Gespräche mit dem Jenseits. Und es täte mich nicht wundern, wenn Sie vielleicht Ihren Fernseher danach mit etwas anderen Augen betrachten würden. Das Zwiegespräch am Grab. Vielleicht ist es nur Einbildung oder Wunsch, aber viele Menschen sprechen mit den Toten. Und einige bekommen Antwort aus dem Jenseits. Transkommunikation nennt sich die Jenseitsforschung, die für Gespräche mit den Toten und die Welt der Geister zuständig ist. Der Baum des Lebens im Atelier von Deborah Coy, Malerin und Transmedium. Sie steht auf Du und Du mit jener Geisterwelt. Deborah malt in Halbtrance. Wenn sie in Tieftrance fällt bei einer Sitzung, reagiert die Jenseitswelt und sie wird ihr Sprachrohr. Hallo. Urama heiß ich, Urama. Wir sind Energiewesen, körperlos. Getroffen in meinem Leben haben wir uns noch nie. Das Doch. Stimmt, oder? Ja, wann und wo? Als Kind bin ich dir einmal begegnet. Als kleines Kind hast du furchtbar geweint. Wann da war hast das? Du dich verletzt. Mit 8 Jahren am Spielplatz. Da habe ich dich getröstet. Du hast den Trost angenommen und mich auch kurz gesehen. Wie hast du ausgesehen? Ich war sehr groß, hell und ich habe die Farbe des violetten Strahls gesendet. Und deine Augen hast du gerieben, weil du geglaubt hast, es blendet dich was. Aber du wirst dich wieder erinnern, ich verspreche es dir. Also an diesen Vorfall kann ich mich selbst nicht erinnern. Meine Eltern haben mir aber mal erzählt, dass ich ungefähr in dem Alter einen Unfall mit dem Fahrrad hatte. Da bin ich mit dem Fahrrad auf die Straße gefallen und ein LKW hat gerade noch bremsen können. Ob das aber die Geschichte ist, die ich eben erfahren habe, das weiß ich einfach nicht. Jenseitskontakte auch über Technik. Adolf Hommes zur Geisterwelt. Wir bitten euch ganz herzlich um einen Kontakt über die von uns aufgestellten Geräte. 200 Jenseitskontakte hatte er schon. Sogar per Bild melden sich Tote und Geistwesen. Gesichter auf einem leeren Fernseher ohne Antenne. Für unser Experiment bat er um Kontakt zu Hans Bender, dem verstorbenen Parapsychologen. Und dann im Radio. Ende. Wie geht das weiter? Wir wollen heute Abend drüber sprechen. Einige von Ihnen mögen sich vielleicht jetzt vor Lachen auf die Schenkel hauen, die anderen vielleicht ein bisschen skeptisch sein und die Dritten sagen, na, irgendwie, also ein bisschen Kontakt oder ein Gespräch mit Toten, das ist ja im Grunde auch etwas ganz Normales, wenn man denn dran glaubt. Also begrüßen wir jetzt Professor Dr. Ernst Senkowski. Das ist der Mann, der dieser Wissenschaft, die sich da Transkommunikation nennt, den Namen gab. Deborah Coy, das ist das Medium aus dem Film. Und Adolf Hommes, das ist der Mann, Sie wissen schon, der mit dem Radio, dem Fernseher und der Stimme. Herzlich willkommen. Herr Hommes, ist das jetzt so ein total normales Radio? Ich meine, es war ja im Film deutlich erkennbar, ein bisschen ältliches Modell. Haben Sie da nicht irgendwie was dran gebastelt oder was verändert? Nein, ich habe sämtliche Geräte bei mir hinten offen. Und einige Fernsehteams haben diese Geräte von Ihnen auch gefilmt. Das wurde alles überprüft und für astrein empfunden. Jetzt haben Sie als Professor Bender, der ist vielen Zuschauern ja noch bekannt, als Mann, der die Parapsychologie gesellschaftsfähig gemacht hat, also unerklärliche Phänomene, jetzt haben Sie ihn ja schon öfters irgendwie kontaktiert. Sie machten im Film so eine Handbewegung, so Marke, ach, ich weiß schon, was du redest.
Stimmt das? Habe ich das richtig interpretiert? Nein. Weil Sie so... Nein, das war keineswegs so. Ich habe es jetzt nicht mehr... es ist nicht mehr präsent bei mir. Aber es ist für Sie ein durchaus vertrauter Umgang. Es ist ein durchaus vertrauter Umgang. Ich mache das seit 1986. 5 Jahre lang bis zu 3 Stunden täglich, diese Kontaktversuche mit Verstorbenen. Und mit großem Erfolg, muss ich sagen. Ich bin aber nicht der Einzige weltweit, sondern es sind Tausende, die diese Kontaktversuche weltweit machen. Herr Professor Senkowski, als Sie das zum ersten Mal versucht haben, hat sich da gleich einer gemeldet? Ziemlich schnell. Sind Sie da nicht vom Hocker gefallen, wenn man da jetzt... Ja, und zwar deswegen, weil ich als Physiker an diese Dinge herangegangen bin und gar kein Interesse hatte, mit speziellen Verstorbenen in Kontakt zu kommen. Ich hatte eine Fernsehsendung erlebt, 1974 im ZDF, und da wurde der Herr Jürgenson, den man als Nestor oder Pionier bezeichnen kann, vorgestellt. Ich hatte den Eindruck, dass man dem Mann Unrecht tat in dieser Sendung, weil er immer wieder betonte, da sind die Stimmen auf dem Band und keiner hat zu Recht was hören wollen. Und ich habe als Physiker gedacht, gibt es dieses Phänomen, dann ist es derart außergewöhnlich, dass man sich damit beschäftigen muss. Nun sind Sie aber auch, ohne jetzt gezielt, wie Sie sagten, nach bestimmten Bekannten oder Ihnen persönlich bekannten Verstorbenen treffen zu wollen, auf Ihren Vater gestoßen. Richtig. Jetzt stelle ich mir nur so vor, mein Vater ist leider auch vor 2 Jahren verstorben, also ich würde das jetzt ernsthaft probieren. Ja. Und ich höre da die Stimme meines Vaters, ich glaube, ich würde für ewig, verstehen Sie, ein Problem kriegen im Oberstübchen. Warum? Ja, da rechne ich nicht mit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man kann sich das auch gar nicht vorstellen, dass das so ist. Das muss man selbst erlebt haben, natürlich. Hat Sie nicht vom Hocker gehauen, als sich Ihr Vater meldete? Ja. Das war nachts. Und was hat er gesagt? Er hat mich mit meinem Kosenamen angesprochen. Mhm. Er sagte, als ich ein kleiner Bub war, zu mir, Pumuckl. Mhm. Sie kennen diese kleine Gestalt. Ja, hurra, der Pumuckl. Ja, und er sprach das in seinem typischen, er sprach das in seinem typischen ostpreußischen Dialekt, den er nie verloren hat. Wir lebten ja in Hamburg. Und es hat mich wirklich vom Hocker gerissen, wenn Sie diesen Ausdruck so benutzen wollen. Herr Hummes, Sie haben auch den Kontakt zu Ihrer Mutter gesucht. Ja. Ihre Mutter hat sich dann gemeldet. Wie haben Sie denn Ihre Mutter gesucht? Hallo Mama? Oder was haben Sie da gesagt? Ich sollte vielleicht vorausschicken, dass meine Mutter bei meiner Geburt gestorben ist. Und ich in Heimen groß geworden bin und irgendwo die Sehnsucht nach meiner Mutter, dieses Muttergefühl, ja, Mutter-Sohn-Verhältnis ja nie kannte. Und seit 1982 habe ich die Sendungen von Rainer Holbe verfolgt, unglaubliche Geschichten. Und dadurch, durch diese Sendungen kam ich überhaupt auf die Idee, selbst zu experimentieren. Und irgendwann, 86, habe ich mich dann entschlossen, mir eine große Bandmaschine zu kaufen, so ein Riesentonband und Mikrofon und ein Lautsprecher und habe dann versucht, meine Mutter als Kontaktperson im Jenseits zu wählen. Aber wie konnten Sie Ihre Mutter denn erkennen, wenn die bei Ihrer Geburt gestorben war? Da haben Sie ja nie die Stimme gehört. Ich meine... Ich habe meine Mutter bei den ersten Kontakten, wusste ich es nicht, dass sie das war. Ich habe... Die ersten Kontakte, da habe ich, sie gegrüßt. Ich sage, Mama, ich grüße dich. Ich grüße auch meinen Vater. Ich grüße euch beide. Und hinterher war auf Band zu hören, nach meinem Aufhören, ich grüße dich. Und da war mir klar, es konnte kein Radiosender sein. Der Sinn hat gestimmt. Ich habe gegrüßt. Es grüßt mich etwas. Ich wusste nur nicht, dass es meine Mutter war. Das kann kein Hobby- oder Amateurfunker? Nein. Aber wie kommen denn die Stimmen da drauf? Das möchten die Physiker gern wissen, Frau Steinemann. Sie sind ja einer. Welche Erklärung haben Sie sich denn gegeben? Es ist sicher nicht das, was wir hier normalerweise mit dem Fernsehen und mit dem Rundfunk betreiben, die sogenannten elektromagnetischen Wellen, sondern es muss, wenn überhaupt, eine Art Wellenart oder eine Art Feldart sein, die uns bisher noch unbekannt ist. Nun gibt es ja Menschen, die Kontakt suchen zu Verstorbenen über Kommunikationsmittel, also technischer Art. Und Frau Koy, Sie brauchen kein Radio, Sie brauchen kein Magnettonband, Sie brauchen nur sich. Was für Signale fühlen Sie denn? Was spüren Sie denn, wenn Sie so in Trance fallen? Was kommt da? Ich fühle eigentlich nichts. Erinnern Sie sich dann überhaupt an das?
Wenn ich, also als es damals angefangen hat, ich habe also nicht dahin gearbeitet, es war einfach in einer Meditation, die ich aber für mich einfach nur gemacht habe, nur zu, um in die Stille zu kommen, nach Stress und Arbeit wollte ich einfach nur meditieren, da merkte ich immer, ich gehe in der Meditation so nach hinten, ich fall so. Und das habe ich einfach zugelassen, habe mir nichts dabei gedacht. Und eines Tages war zufälligerweise eine Freundin neben mir bei der Meditation und ich gehe wieder in der Meditation, merke wieder, ich fall und gehe noch so nach hinten. Und war dann weg, wie in so einem Zustand, nix. Komm wieder zurück, weiß auch gar nichts. Dann war sie total aufgeregt und sagt, mein Gott, ich habe mit meinem Schutzgeist geredet. Der hieß Philipp und hat Französisch auch damals gesprochen mit ihr. Und ich muss sagen, ich habe ein ganzes Jahr wirklich Läuterung und Zweifel durchgemacht. Es war hart. Das heißt, in dem Moment, wo Sie Französisch gesprochen haben, ja, hatten Sie aber zuvor diese Sprache nicht gekonnt? Nein, ich kann kein Französisch. Aha. Das war für mich also schon mal erstmal ein Beweis, aber auch trotz alledem auch Zweifel. Also ich habe ein ganzes Jahr Zweifel durchgemacht, habe gesagt, werde ich jetzt verrückt oder was? Was geschieht da? Und wenn ich in Trance gehe, ich fühle einfach gar nichts. Es ist ein Zustand des Nichts und weiß auch nicht, was geschieht. Ihre Mutter ist ja eine Zigeunerin. Ja. Meinen Sie, das hat irgendwie damit was zu tun, dass man etwas mitbekommen hat von der Art des Lebens, der Weltanschauung, von besonderen sicherlich Fähigkeiten? Sicherlich prägt es, sicherlich. Mhm. Dass man sich dem öffnet, dass man da ganz anders ist, das ganz bestimmt. Ja. Hat denn jetzt jeder Mensch einen Schutzgeist? Ja, jeder. Und der heißt auch immer anders, also nicht einer für alle, sondern... Jeder hat einen persönlichen Schutzgeist. Es gibt auch Menschen, die haben sogar mehrere Schutzgeister. Und haben die es dann ganz besonders nötig, wenn die mehrere haben? Nein, das hat damit nichts zu tun. Wenn einer zum Beispiel einen sehr geistigen Weg geht, der sehr viel lernen will, dann hat er mehrere, ja. Also, Frau Hartlieb ist eine Kundin von Ihnen, die auch schon mal häufiger bei Ihnen war. Frau Hartlieb, wie heißt denn Ihr Schutzgeist? Hayona. Hayona. Und wenn Sie zu Frau Koi gehen, meldet er sich dann sofort? Ja, wenn ich den Wunsch habe, schon. Können Sie sich auch andere wünschen über Frau Koi? Es sind schon andere gekommen oder ich hatte gar nicht den Wunsch, selbst ihn zu sprechen und war mit einer Freundin zum Beispiel dort und wollte ihr beistehen oder helfen jetzt und dann hatte ich ja gar nicht den Wunsch, eigentlich mit ihm zu sprechen. Und er kam aber vorab und hat mir dann etwas mitgeteilt. Also ohne, dass ich mich jetzt ihm gesagt habe, er möchte bitte mit mir sprechen und mir helfen. Ja. Als Sie das erste Mal den Weg zu Frau Koi gemacht haben, da muss es ja einen Anlass geben, warum ein Mensch sowas tut. Was haben Sie sich davon versprochen? Ja, es war schon eine gewisse innere Suche, würde ich es heute sagen, eine Getriebenheit nach dem Sinn des Lebens, ja, zu erfahren, warum vielleicht bestimmte Muster sich immer wiederholen, etwas geschieht und etwas verändern zu wollen, ja. Und haben Sie so ein Stückchen sich diesem großen, ist ja ein Riesenbegriff, der Sinn des Lebens, ein Stückchen genähert? In einer längeren Entwicklung, ja, die ja nie abgeschlossen ist. Bekommen Sie denn da sowas wie Lebenshilfe? Gibt Ihnen dieser Schutzgeist, ja, oder wie auch immer Rat? Diese geistigen Helfer sind hier, wenn wir uns öffnen und bereit sind, die Hilfe anzunehmen, ja, dann sind die voller Freude und geben uns Ratschläge, ja. Aber es liegt allein an uns Menschen, ob wir diese Hilfe annehmen, ob wir unser Bewusstsein verändern, denn nur dieses kann etwas verändern, auch im täglichen Leben, dass es sich dann nach außen zeigt, ja. Und da freuen die sich wirklich, da kommt eine unheimliche Liebe rüber, die sind sehr glücklich über die Menschen, die sich öffnen. Neben Ihnen sitzt Herr Dr. Tiede, der die ganze Zeit, sagen wir mal, nicht unbedingt die pure Zustimmung ausdrückt. Herr Dr. Tiede, Sie sind evangelischer Theologe, Sie haben promoviert über die Auferstehung der Toten, also wissen Sie ja dann vielleicht auch eine ganze Menge mehr als wir. Deckt sich denn mit Ihren Untersuchungen die Aussage, dass da etwas noch ist über unserer Erde, also der berühmte Himmel und da sind die Schutzgeister oder wer auch immer? Die Schutzgeister sind als Engel bezeichnet in der Bibel zwar ein gedachtes Element, das kann vorkommen in der Bibel, spielt aber keine zentrale Rolle. Das ist nicht das Interesse der Bibel. Das Interesse der Bibel richtet sich auf Gott selbst, auf Jesus Christus. Engel sind dienende Elemente, die muss man nicht leugnen. Aber ich würde auch sagen, die sind kein entscheidendes Element für den christlichen Glauben. Nun gibt es ja immer mehr diese Entwicklung, die gibt es zwar schon länger, seit Beginn der 80er Jahre, aber es gibt eben diese Frage, und die ist auch menschlich voll verständlich, was ist nach dem Tod, wo finde ich die alle? Sie haben sich damit beschäftigt und so ein Buch geschrieben, die mit dem Tod spielen. Es gibt also Menschen, die das mit Neigung, aus Passion betreiben. Warum machen die das?
In unserer Gesellschaft ist eigentlich die Tendenz vorherrschend, den Tod zu verdrängen. Und ich finde es insofern ganz gut, dass Sie so auch eine Sendung heute auch einmal machen. Die Frage über den Tod hinaus ist doch eine Menschheitsfrage. Der muss man nachgehen. Der christliche Glaube hat eigentlich eine sehr große Perspektive. Ich bin überzeugt, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Mhm. Aber ich denke, man darf den Tod nicht bagatellisieren. Drum habe ich das Buch so genannt, die mit dem Tod spielen. Im Tod begegnet uns die Wirklichkeit Gottes. Das ist etwas ganz Großes. Kann die auch eine Stimme auf dem Tonband sein? Also ich habe ja jetzt das Beispiel von dem Hans Bender hier gehört. Mhm. Und ich kannte Hans Bender. Ich habe bei ihm studiert. War es seine Stimme? Ich habe ihn auch privat gekannt. Nein, ganz klar nicht. Er hatte eine modulierende, hellere Stimme. Er hatte einen anderen Akzent. Das war sie nicht. Aber wenn sie es gewesen wäre, hätte ich mich auch nicht absolut gewundert. Denn die Fähigkeit Psi, die paranormale Fähigkeit, der ist viel zuzutrauen. Das würde ich auf jeden Fall sagen. In dem Fall war es das aber nicht. Darf ich das denn so verstehen, wenn Sie sagen, diese paranormale Fähigkeit, also Fähigkeiten, die wir vielleicht an uns selbst noch nicht kennen, ja, ist in der Lage, etwas auf ein Tonband zu übertragen, ohne dass eine andere Stimme da wäre? Können Gedanken Stimmen oder Bilder erzeugen? Also zunächst einmal muss ich sagen, die wissenschaftliche Parapsychologie hat den Tatbestand des Paranormalen auf dem Tonband so bis heute nicht gesichert. Da fehlen immer noch wissenschaftliche Untersuchungen. Das ist noch. Es gibt natürlich Vereine, die das machen und so weiter. Er lacht, der Professor Jankowski. Ja, er ist ja selber dürfen in einem solchen Verein Vorsitzender. Doch, Sie dürfen mitlachen. Nee? Warum? Weil das eine, nach meinem Dafürhalten, sehr einseitige Darstellung von Herrn Thiede ist. Damit wir jeder eine einseitige machen können, haben wir eben auch ein genau, paar genau, eingeladen. Genau, natürlich. Weil ich wollte auch verhindern, dass die Nation morgen Tonbänder bespricht. Nein. Auch verstehen. Davor sollte man warnen. Ja. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Die eine Warnung hat Herr Thiede eben ausgesprochen, das ist kein Spiel. Mhm. Und die zweite, weil die Sache zu ernsthaft ist. Die zweite Warnung betrifft die psychischen Gefahren, die damit verbunden sind. Für Menschen, die psychisch labil sind, und das weiß man vorher nie, sind diese Betätigungen des mit dem Okkulten, wie man ja auch manchmal sagt, eventuell sehr gefährlich. Da wird ja auch viel Schindluder mit getrieben, Pendeln, Stühle rücken, da gibt es also etliche, die richtig Dienstleistungen anbieten, ja, die teilweise sehr zweifelhaft sind. Liebe Zuschauer, jetzt haben Sie ein bisschen mitbekommen, Menschen aus unterschiedlichen Motivationslagen heraus, mit unterschiedlichen Standpunkten, so soll das ja auch sein in unserer Sendung. Aber jetzt sind Sie da und dran. Jetzt wollen wir nämlich von Ihnen wissen, glauben Sie an Kontakte aus dem Jenseits? Also ein kleines Bild haben Sie sich schon machen können. Wenn Sie der Meinung sind, ich halte das nicht für ausgeschlossen, dann wählen Sie bitte bei unserem TED die Nummer 013700 und die Schlussziffer 27. Wenn Sie der Meinung sind, nein, vollkommen ausgeschlossen, dann wählen Sie bitte die 013700 und die Schlussziffer 28 bei unserem TED. Wir sind mal gespannt, wie es ausgeht. Jetzt haben wir ein Experiment vor, das wir aber nicht die ganze Zeit hier live übertragen können. Und zwar der Herr Holmes wird also mittels der Technik, die wir im Film schon gezeigt haben, versuchen, einen beaufsichtigten Kontakt zum Jenseits zu machen. Das heißt, Millionen werden zuschauen. Herr Thiede, haben Sie Lust, Herrn Holmes zu begleiten? Sie gehen mit. Das ist schön. Und Frau Koy, was werden Sie machen? Den Schutzgeist eines Menschen herbeirufen? Wir haben also einen jungen Mann, der wird Ihnen da zur Verfügung stehen, den Sie bislang nicht kannten. Mhm. Und der junge Mann ist halb Grieche, also der kann auch die griechische Sprache. Und wir werden mal sehen, was da gleich zwischen Ihnen, beziehungsweise nicht zwischen Ihnen, dem Schutzgeist und diesem jungen Mann, sich alles so abspielt. Jedenfalls erstmal, wir sehen uns ja wieder, herzlichen Dank, Professor Jankowski, schönen Dank. Danke, Frau Koy, Eichel, Holmes, alles Ihnen gleich. Sie hören ein knatterndes, lautes Geräusch, eine ganz tief den Anfang unserer Sendung verpasst haben sollten, sehe ich Ihnen das nach und möchte Ihnen nochmal sagen, was heute Abend unser großes Thema ist, nämlich Transkommunikation.
Das ist nichts Langweiliges. Das heißt nämlich in der Übersetzung, nicht in der Übersetzung, sondern will sagen, das sind Gespräche mit Menschen aus dem Jenseits. Wir haben heute Abend ein Experiment parallel zum Studio live laufen. Da gibt es ein Medium mit Namen Deborah Coy, die versetzt sich in Trance und ruft gerade den Schutzgeist eines Menschen, den sie bis dato nicht kannte, der Halbgrieche ist und eine Sprache spricht, derer sie nicht mächtig ist. Und ein Schutzgeist müsste eigentlich so auf dem Level antworten. Und dann haben wir noch den Adolf Holmes. Der probiert das Ganze mit Radio, Fernseher, Mikrofon, mit einfachen technischen Mitteln, die nicht manipuliert sind, und versucht also praktisch eine Art Live-Sendung aus dem Jenseits da reinzubekommen. Schauen wir mal, wie es aussieht. Liebe Freunde auf der anderen Seite des Lebens, wir sind hier im Studio Köln und bitten euch ganz herzlich um einen Kontakt über die von uns hier aufgestellten Geräte. Entschuldigung. Tut mir leid, ich kann ja auch mal lachen. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Also okay, ob das, ich meine, er sagt, er hört Stimmen dann und die hört er nicht nur alleine und diese Stimmen sind irgendwie da und wir wissen alle nicht genau warum. Also ob es geklappt hat, das erfahren Sie gleich. Aber ich bin mir in einem Punkt sicher, Sie werden sich tot ärgern, wenn Sie das nicht gesehen haben. Bis gleich. Der Werbepause zurück. Willkommen bei Schreibemakers Live. Jetzt geht der Gruß schon fast an alle Nachtschwärmer. Wir haben Sie heute Abend gefragt zu unserem TED, den wir gemacht haben. Glauben Sie ganz persönlich an Kontakte aus dem Jenseits? Also, dass sich welche, die eigentlich tot sind, melden können oder Geister oder was weiß ich. Und so haben Sie geantwortet. Ja, habe ich nämlich auch nicht gedacht. 69% von insgesamt 44.443 Anrufern, das ist kein Pappenstiel, sind der Meinung, da ist irgendwie sowas. Und nur 31% sind der Meinung, da ist nichts. Naja, wir hatten also parallel, ich muss das jetzt nochmal sagen, zum Studio einen Test laufen, ein Experiment. Da war der Adolf Holmes, der hat mittels eines Radios, das mich sehr stark an ein Nachfolgermodell des Volksempfängers erinnert hat, versucht praktisch und mit einem Mikrofon Kontakt aufzunehmen, in ein Fernsehbild zu projizieren. Und ein Medium, Deborah Coy, die hat auch versucht, allerdings nicht mit technischen Mitteln, sondern durch Trancezustand irgendwelche Kontakte zu erzielen. Schauen wir uns mal an, was bei diesem Experiment, das wir natürlich zusammenschneiden mussten, rausgekommen ist. Wir bitten euch um einen Kontakt, wenn möglich, mit Bild und Ton. Ich übergebe jetzt mal diesen Kontaktversuch weiter. Ich möchte meine Oma rufen, Henriette Ebner. Bitte melde dich. Oma, hier ist Kirstin. Oma, du bist ja seit 2 Jahren tot. Ich möchte gerne mit dir reden. Oma, möchtest du mit mir reden? Bist du da? Liebe Freunde, das Fernsehen ist scheinbar ausgegangen. Der Bildschirm ist tot, wie man so schön sagt, obwohl das Fernsehen unten noch scheinbar an ist. Liebe Freunde auf der anderen Seite des Lebens, bitte meldet euch. Wir bitten euch alle ganz herzlich um einen Kontakt. Bitte melde dich, Oma. Liebe Freunde, dies war ein Kontaktversuch von beiden Seiten, von eurer Seite und von unserer Seite. Wir beenden den Versuch. Ja,
Ich glaube, das wäre eine ganz neue Sendeform. Dankeschön. Bitte melde dich, da muss man so an Jörg von Tocher denken. Das wäre vielleicht auch eine neue Form der Suche. Ich will das ja jetzt nicht nur verlachen. Und wir wissen auch, dass Experimente schiefgehen können. Vielleicht haben die heute auch alle Schreinemakers live geguckt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls wollen wir gerne noch mal drüber reden mit Adolf Rohmes, der zum Schluss ja doch sehr genervt schien. Und mit Dr. Werner Tiede, der ein erklärter Gegner, sagen wir Kritiker dieser Versuche ist. Und mit Deborah Koy, dem Medium. Herzlich willkommen noch mal. Herr Holmes, Sie nehmen es mir nicht übel, ne? Das ist Ihnen bestimmt schon häufiger passiert, dass Leute lachen, ne? Ja, aber in dieser Art und Weise doch noch nicht. Ehrlich? Nein. Oh. Nein. Aber kein Problem. Kein Problem. So, als Sie, wissen Sie, was ich so komisch fand? Als Sie sagten, hier ist das Studio Köln, wissen Sie, das war so... Ja, das war so, gewöhnungsbedürftig. So automatisch, ja. Wieso meinen Sie denn jetzt, dass das nicht geklappt hat? Das kann ich im Grunde genommen nicht definieren, nicht sagen. Ich vermute, das ist ein Teil einer Vermutung. Ich habe heute Morgen um 8.20 Uhr einen Computerkontakt bei mir vorgefunden. Ach, die kommen auch über Computer? Die kommen über Computer. Der Kontakt sollte Ihnen übergeben werden heute. Ich weiß nicht, ob Sie ihn bekommen haben. Wo übergeben? Wo wir den Versuch gemacht haben. Ja. Einem Herrn habe ich den übergeben. Ja. Und der sollte Ihnen übergeben werden. Das ist wahrscheinlich nicht passiert. Bei dem Kontakt wurde angedeutet, also geschrieben, dass wir den Versuch hier in Köln um 22 Uhr machen sollten. Mhm. Und auf Mittelwelle Kanal 1640. Sie bekommen immer genaue Angaben über... Nicht immer. Bei dem Kontaktversuch habe ich im Nachhinein festgestellt, wo ich auf das Radio mich mehr konzentriert habe, auf diesen alten Kasten, wie Sie sagen, Nachkriegszeit. Nicht böse, nein. Das war auch kein Problem. Ist ja, wenn man so an neue Kommunikationsmittel denkt, ist da ein bisschen... Vollkommen klar. Ich erlebe das ja täglich. So ein Röhrengerät. Ja. Dass die Frequenz, die ich vorher eingestellt hatte, auf genau den Kanal... 1640, dass der Kanal verstellt war. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kam gerade die unqualifizierte Bemerkung, das war RTL aus dem Publikum. Ich kann natürlich... Herr Holmes, aber Sie waren genervt, das ärgert Sie, wenn sich keiner meldet. Ne? Nein, das ärgert mich überhaupt nicht. Wir kennen die Strukturen nicht, wir wissen nicht, wodurch im Einzelnen diese Kontakte zustande kommen. Herr Tiede war dabei, nur Versuche. Ne? Herr Tiede war dabei. Es sind immer nur Versuche und bei mir ist es so, in Rievenich, ich mache ja diese Versuche meistens unter Zeugen, dass diese Versuche bis zu 80% misslingen. Also ein Versuch ist ein Versuch im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, und heute war eben nicht unbedingt die Stunde und nicht die richtige Welle wahrscheinlich, ne? Um beim Medium zu bleiben. Ich kann es nicht sagen. Herr Tiede, gab es denn nicht so die Sekunde auch in Ihnen, wo der Zweifler... Der Theologe dachte, na, jetzt könnte vielleicht doch was passieren beim Beobachten des Experiments. Ich war ja offen dafür, dass da was passieren könnte. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie eine materialistische, mechanistische Welteinstellung hätte. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als sich die Schulweisheit denken lässt. Ich würde nur nicht mit jenseitigen Geistern hier rechnen, sondern mit enormen Fähigkeiten des Unterbewussten. Da hat Hans Bender mir viel beigebracht. Der hat mir zum Beispiel das Beispiel erzählt, dass sich mal eine Stimme auf Tonband gemeldet hat. Und erst später, nach längerer Zeit, kam heraus, dass der Totgeglaubte in Wirklichkeit im Ausland war, verreist war. Das zeigt, welche enorme Fähigkeiten die Anima, darum spricht man vom animistischen Modell, Erklärungsmodell, eigentlich besitzt. Natürlich weiß keiner, wie das genau vorzustellen ist, nicht? Aber nach dem, was ich da gelernt habe, handelt es sich um im Grunde ein Gespräch des sehr kreativen Unterbewusst, man weiß das auch aus der Hypnoseforschung, was da alles möglich ist, sodass das wache Bewusstsein eigentlich nur darüber staunen kann, was da passiert. Frau Koy, beim Stichwort Hypnose, Ihre Trance ist ja so etwas Ähnliches, Sie lassen sich fallen nach irgendwo, bis Sie nicht mehr Sie selbst sind, sondern ein Schutzgeist eines anderen Menschen werden. Der war heute Abend Christopher Limberopoulos, ein
Mitarbeiter, den wir kennen, und der hat im Nebenraum versucht, also mit Ihnen da zusammenzukommen. Schauen wir uns das mal an. Hallo, hallo, nice, hallo, sei nicht steif, hier bin ich, dein persönlicher Führer. Bist du mir schon mal begegnet? Nein, bin ich nicht. Habe ich schon mal? Du verschließt dich sehr. Einstal glaubst du eigentlich schon in dir, dass dies existieren könnte. Doch dann spielt der Verstand bei dir eine sehr große Rolle. Deine Vorahnungen haben dir in diesem Leben schon viel gegeben. Doch du nahmst es nicht ernst. Aber wenn du mein persönlicher Schutzgeist bist, müsstest du eigentlich auch Griechisch können, weil ich träume oft in Griechisch, und um mir zu helfen, müsstest du auch diese Sprache können. Du träumst aber nicht mit mir im Griechischen. Ich bin nicht im Griechischen in deinem Traum. Nein, Christopher, ich kann kein Griechisch und will auch jetzt kein Griechisch reden, weil du einen Beweis brauchst meiner Existenz. Es tut mir leid. Kannst du dich denn an eine Situation erinnern, wo ich mal in Gefahr war? Vielleicht sogar in Lebensgefahr? Willst du nicht mehr mit mir reden? Ja, auf einmal war's weg. Was weg? Frau Koy, es war auf einmal weg. Ja. Warum? Erstens ist es mal das erste Mal, dass es passiert ist. Und ich bin in einer Sendung gewesen, Nervosität. Dass es überhaupt geklappt hat, war sowieso ein Wunder. Warum es weg war, kann ich Ihnen da gar keine Antwort geben. Weiß ich nicht. Beweise werden nicht geliefert, wurde da Beweise gesagt. Wurden in der Zeit, wo ich Sitzungen gemacht habe, genügend geliefert. Mhm. Weil ich habe mir ja gesagt, ich habe mal ein Jahr erst mal gezweifelt, was das ist, weil er von Unterbewusstsein schön gesprochen hat. Ich immer geglaubt, das ist das Unterbewusstsein. Vielleicht bin ich schizophren. Ich will da also wirklich sicher gehen. Und dann kamen immer Menschen, die eine Sitzung gemacht haben, die ich nicht gekannt habe, die immer sehr persönliche Dinge erfahren habe. Die mir dann zum Schluss gesagt haben, das kann nicht sein, ich habe sie ja nicht gekannt, wie kam das zustande? Und dann sind auch die Menschen nach so einer Sitzung total berührt, sodass ihr Leben sich auch verändert hat ins Positive. Es ist eigentlich auch so egal, ist es jetzt ein Schutzgeist, ist es eine Wesenheit, ist es das Unterbewusstsein, sondern das Wesentliche ist eigentlich bei der Sache das Ergebnis bei so einer Sitzung. Was hat es überhaupt gebracht dem Menschen? Und was jetzt auch da gesprochen hat oder überhaupt spricht, man, das ist jetzt eine Sitzung, kann man gar nicht jetzt viel davon sagen. Aber von den Sitzungen, wo jetzt die Angela gemacht hat, eine Redakteurin, kam ja sehr intensiv persönliche Dinge, wo sie selber gesagt hat, das hat sie also sehr tief berührt. Vielleicht daraus mitnehmen. Ich meine, da bleiben immer Fragen offen. Und was wir vor allem gelernt haben, ist, dass wir uns selber zum Teil überhaupt nicht gut kennen oder viel, viel weniger kennen, als wir annehmen. Ganz stark bei mir ist jetzt geblieben, dass Schutzgeister oder die Stimmen aus dem Jenseits mit Fernsehen nicht so gut zu Fuß ist. Wollen wir uns darauf verständigen? Wenn Sie 6 Jahre sich mit dem Thema ernsthaft beschäftigen, haben Sie in 6 Jahren eine ganz andere Meinung zu dem Thema Transkommunikation. Sie meinen, ich sollte mir jetzt auch so ein Radio holen, Herr Hof? Das müssen Sie nicht. Sagen nur wenn. Wenn. Okay, alles klar. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Solange es das älteste Gewerbe der Welt gibt, solange gibt es auch Sie, die Zuhälter.